Und damit einen wunderschönen guten Abend, Willkommen, meine meine Herren. Freunde, und genau, willkommen, Freunde. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei einem kleinen Let's Play Kingdom Come Deliverance Band of Bastards, das DLC spielen wir heute wieder. Wir haben zwei Aufgaben, einmal mit der Bande diesen zweiten Feldzug machen, die zweite Patrouille so gesehen, und einmal sollen wir uns um den Ring des Barkos oder sowas kümmern, da uns ja das letzte Mal die Warhorse Studios zugesehen haben und er mir gesagt hatte, wir sollen erstmal eine Runde schlafen und uns dann auf den Ring konzentrieren. Würde ich sagen, machen wir das auch, oder? Der Typ will zwar auch irgendwas von uns, aber den lassen wir erstmal rechts liegen, würde ich sagen. Wir schauen erstmal ganz kurz zu den Quests und da steht gar nichts. Doch, jetzt steht da was. Der Ring ist so begehrt wie der Heilige Gral. Mal sehen, wer ihn als nächstes will. So, wer will mit mir reden? Er wollte mit mir. Ah, okay, Holzklotz. Er wollte mit mir reden, ne? Herr Kuno. Nee. Ich weiß Ich nicht, will wollen wir mit uns dir erstmal. reden. Er will mit mir reden. Na, wie läuft's, Stepan? Ah, Heinrich, mit dir wollte ich ohnehin reden. Du hast Baumler den Ring abgeknöpft und ihn dem Stein gegeben? Vielleicht? Sparen wir uns das Theater. Du könntest mir auch helfen. Ich finde, der Stein hatte den Ring jetzt lange genug. Verstehst du? Ich helfe dir. Ich wüsste sonst eh nicht, was ich tun soll. Ich will dem Stein in der Nacht den Ring abknöpfen. Aber er schläft immer nur mit einem Auge. Dem muss man mal zu tiefem Schlaf verhelfen. Und irgendetwas sagt mir, dass du jemand bist, der sich um die Sache kümmern könnte. Sicher, ich bring dir einen Schlaftrunk. Sehr gut. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Und falls du in den Besitz des Ringes gelangst, umso besser. Stepan, kannst du mir etwas über dich erzählen? Ah, was willst du denn wissen, Jungspund? Würde mich interessieren, wie du hier gelandet bist. Ist dir wohl schon aufgefallen, dass ich nicht zu diesen Halunken passe, was? Leider kann man sich seine Gefährten nicht immer aussuchen. Da hast du wohl recht. Aber wie hat sich das bei dir ergeben? Ich würde es dir ja gerne sagen, aber Kuno besteht darauf, dass es unter uns bleibt. Und ich halte mich an Abmachungen. Oh, aber Kuno meinte, du bist derjenige, der darauf besteht. Tatsächlich. Bist du dir wirklich sicher? Das musst du falsch verstanden haben. Das glaube ich nicht. Oder. Ach, lassen wir das. Wo hast du vorher gelebt? Was hast du gemacht? Hab vorher in einer Stadt gewohnt. Damals habe ich meine Groschen ganz anders verdient. Andererseits, so anders war es vielleicht gar nicht, wenn du verstehst, was ich meine. Ehrlich gesagt habe ich nicht den Hauch einer Ahnung. Du plauderst nichts frei heraus, was? Ich? Bin doch ein offenes Buch. Frag mich irgendwas und ich werde dir ehrlich antworten. Na los! Ah, vielleicht ein andermal. Mir dreht sich schon der Kopf. Wie du meinst. Schade. Nichts erheitert die Seele mehr als ein Gespräch. Ja, okay. Schlaftrunk. Jetzt geht's los. Schlaftrunk, Schlaftrunk, Schlaftrunk. Habe ich sogar vielleicht noch, hä? Lazarus, Konservierungskater, Bier, Hahnschrei, getrocknete Salami, falsches Blut, der Duft und Wahrscheinlichkeit, Bockblut. Scheiße, ich habe keinen Heiltrank. Keinen Schlaftrunk. Schade. Mein Pferd vielleicht noch was dabei? Ist auch voll, ey. Mein Pferd ist komplett voll mit Sachen. Harnschrei, Heilmittel, Kater, Konservierung, Liebestrank, Puppenmacher, Ringelblumen auf Salbe, Schützendrunk, Strauchdieb, unbekannter Wermut. Nee, Wermut macht nicht müde. Verdammt. Das heißt, ich muss einen Trank brauen. Wo kriege ich jetzt aber. Ach, verdammt. Ist hier irgendwo eine Kräuterhexe?
Höhle und Lager? Höhle und Lager? Was für ein Lager? So, wo finde ich jetzt hier so eine Hexe? Zum Trinkebrauen. Hier oben gibt es bestimmt was. Leditschko. Gibt es hier irgendwo eine. Was zum. Alchemietisch gibt es hier drüben. Das heißt, wir müssen jetzt zurück. Okay, dann reisen wir erstmal wieder hierher. Denn wir brauchen einen Alchemietisch, um den Schlaftrunk zu brauen. Bin ich ja mal gespannt. Oder ob wann hätte man selber klauen sollen? Ich bin mir noch etwas unsicher. Ach, wahrscheinlich ist das so schon besser. Wenn wir den so klauen. Das ist besser, glaube ich. Ja, doch. Also nicht wundern, das ruckelt auch bei mir gerade. Ah, unsere Energie und unsere Sattheit ist immer noch voll. Also da jetzt uns hinzulegen, wäre etwas sinnlos. Aber schön, dass das auch gleich so funktioniert hat. Gut, wir wollen jetzt einen Trank. Ach siehst du, ich wollte eigentlich noch gucken. Irgendeiner hat mich jetzt neu abonniert. Wird aber leider nicht angezeigt, weil er es ja wahrscheinlich nicht im Stream gemacht hat. Schade eigentlich. Wie schön hier alles gerade so hochploppt. Oh, der Archimitisch müsste hier hinten, glaube ich, sein. Hallo, ich muss mal an deinen. Alchemietisch. Darf ich? Nein. Ich denke, hier ist ein Alchemietisch. Oh, dann kaufe ich so ein Ding, hä? Ehrenwerte Grüße. Wie kann ich dienen? Lass uns mal handeln. Gott sei mit dir. Kaufen. Ich sehe das Aesop. Ehrenschrei, Honig, Kamille, Lazarus, Minze, Retter. Retterschnaps brauche ich definitiv ein paar. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Kann ich den schon? Ich will jetzt hier nicht irgendwas kaufen, dann kann ich den schon, ne? Wir nehmen mal mit. Obwohl, wir können eigentlich auch so kaufen, dann muss ich ihn nämlich nicht selbst anbrauen. Das ist wahrscheinlich einfacher. Oh, der kauft mir auch Rüstung ab? Ehrlich? Cool. Na dann. Seit wann geht denn das? Seit wann kauft denn der Händler hier? Hi Marek! Nee, ich glaube, heute ist dein Kumpel nicht dabei. Also ich kann leider kein Tschechisch. Ja, mach mal so, hä? Obwohl, das könnte ich eigentlich entfernen. Du hältst 105. Dankeschön, das wär's schon. Dieses Geruckel, das verstehe ich nicht. Wieso ruckelt das so? Gurken, saftige Gurken, Gurken, Spargel und große, Flaumen. saftige Gurken. Kommt, liebe Leute, und labt euch an diesem Duft. Ofenwarmes Brot und dazu etwas frische Etwas Milch. Gurke, ach so, etwas Milch, okay. Ich will mal ganz kurz was gucken. Wir haben so viel Rüstung. Gott schütze dich. Was, das verstehe ich doch nicht. Halb ist das Skin. Der spricht Tschechisch, ja? Das verstehe ich nicht. Ich wollte es einfach nur sagen, dass der nicht dabei ist. Also Mach's hier die gut. Warhouse Studios, die uns verstanden haben, dass sie nicht da sind, wollte ich damit eigentlich nur sagen. Das ist besser als meins? Ein Punkt besser?
Was ist denn hier los? Haben die irgendwas geändert? Der ist besser als den ich habe? Ich hatte doch aber bis jetzt immer das Beste. Das verstehe ich gerade nicht. Okay, auf jeden Fall könnte ich hier von ihm. Könnte ich ein bisschen was verkaufen. Wir haben so viel Kram. Wir haben so viel Rüstung. Die muss definitiv weg. Yes! Englisch ist okay. Die sind besser als genug für dich. Gott sei mit dir. Edles Kitten 2. Da gibt mir aber nicht viel, der knauserige Kerl. Toll. Jetzt hat er immer noch was, ne? Wenn du Englisch sprichst, vielleicht besser Skin. Ansonsten glaube ich nur Tschechisch. Englisch ist, glaube ich, okay. Also Englisch müsste rein theoretisch gehen. Kannst du mal in Google was eingeben auf Deutsch und lässt sie ins Tschechische übersetzen? Mach's Vielleicht geht gut. das ja. Vielleicht kannst du ja dann mit ihm kommunizieren. Siebenhundertneunzig. Ja, los, komm, egal. Wir wollen uns hier einen guten Ruf machen, dann geben wir hier noch ein bisschen mehr Reden wir über dazu. den Preis. Nun, versuchen wir es. Der Händler hat nicht genug Geld, okay. Hier. Danke. Ruf verbessert. Yay! Weil wir solche Edelleute sind. Karotten und Äpfel, ein wahrer Hochgenuss. So frisch Huch. sind sie. So frisch wie ihre Melonen, meine ich. Entschuldigung. Sigismund und seine Brut haben mir alles. Das kann ich dir nicht sagen, aber es freut mich auf jeden Fall, weil er immer ein Däumchen nach oben da lässt. Daher ist mir das eigentlich regal. Relativ regal ist mir das. Ich find's blöd, dass man das Pferd so nicht steuern kann, ne? Also, wenn man einmal Kreis drückt, Ja. nimmt er immer die vorgegebene Route, die er für sich am besten hält. Finde ich ein bisschen blöd. Ja. Wieso läuten hier eigentlich gerade die Glocken? Ist wieder ein Turnier? Nee, ne? Aber den habe ich sowieso wieder verpasst. So, bestes Kind, was heißt das jetzt? Für die, die keinen Google-Tschechisch Übersetzer gerade zur Hand haben. Google Translate regelt. Sehr gut. Ich muss ja nochmal ein neues, glaube ich, ein neues USB-Kabel besorgen. Vielleicht liegt es auch in dem USB-Kabel, dass es die Daten nicht so richtig mehr überträgt. Entschuldigung, bin ein bisschen müde. Ja. Aber das sonst heute nicht von der Quest abhalten. Oh, Schafe. Schaf, Schaf. Oh, jetzt habe ich auch so den Schaftod geritten. Ah, okay. Sehr gut. Danke für die Übersetzung, bester Skin. Was hat er geschrieben? So, zu wem muss ich denn? Zu dem Roten, ne? Wo ist denn der? Was macht man da? Bleib stehen, Stefan. Stefan. Ich habe den Schlaftrunk. Ich habe den Trank für dich. Lediglich ein paar Tropfen und der Stein schläft wie ein Säugling. Das wird was.
Säuglinge scheißen nämlich alles voll und schreien, wenn sie aufwachen. Ja, das sollte er nicht machen. Hoffen wir mal. Das wäre echt eklig. Wo ich selbst hätte den Stein, obwohl ich hätte den Stein auch beklauen können. Aber ob das so eine gute Idee wäre? Na, ich glaube eher nicht. Oh, 100 Groschen? Jo, habe ich 40 Groschen plus gemacht. Baumler. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die zweite Patrouille weiter, oder? Wir machen die zweite Patrouille weiter und dann würde ich sagen, warten wir noch mal ein bisschen ab, wer dann als nächstes die Dings möchte, den Ring. Schusterset habe ich nicht. Der kann weg. Mythen der Rhetorik, hatte ich das nicht schon gelesen? Hatte ich eigentlich nicht schon alle Bücher, also viele Bücher, die ich hatte gelesen? Alchemie konnte ich nicht lesen, da war ich zu blöd für. Med kann mein Pferd eigentlich auch tragen. Wie ist denn eigentlich der Zustand von meinen Waffen und sowas? Wundfall. Kann weg. 139 Wettkampffall. Boah, Alter. Die können alle weg. Die kosten nur Gewicht. Wundfall. Verbesserter Langstreckenfall. Spitzfall. Der kann auch weg. Langstreckenfall, verbesserter Langstreckenfall, dann machen wir die auch zum Pferd. Den legen wir an, wieso auch immer abgelegt wurde. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Schild des Zuladels. Ja, kann weg. Ich kämpfe besser ohne Schild. Ein Dolch kann auch weg. Rüstung muss leider so bleiben. Ein bisschen schade, dass man die Rüstung an sich nicht nochmal anpassen kann. Das wäre geil. So, weißt du, so die Farbe ändern und so. Das wäre auch mal ein cooles Feature noch gewesen. Dass man sich so wirklich einzigartig machen kann. Sächsische Kombinationsbeinlinge. Alles geklaut. Da kann ich noch 100 Jahre zum Müller rennen, der mir das Zeug abkaufen soll. Dietrich, kleines Schmiedeset. Nehmen wir mal. Ach so, halt, ich wollte ja gucken, entschuldigt. Sonstiges, kleines, Schaufel, Schatzkarte. Daraus kleines Schmiedeset. Perfekt. So, jetzt alles erstmal wieder ganz. Okay, reden, Herr Kuno. Ich war bei Herrn Ratzig. Und, wie hat er reagiert? Gefreut hat er sich nicht über die Neuigkeiten. Kann ich mir gut vorstellen. Ich würde mein Lehen auch nur ungern plündern lassen, wenn ich eines hätte. Wir sollten weiterhin die Gegend patrouillieren. Mehr können wir nicht tun. Macht durchaus Sinn. Hagen wird uns gewiss keinen Besuch abstatten, daher müssen wir zu ihm. Wir sollten uns den großen Wald im Norden vorknöpfen und dann nach Uschitze reiten. Sicher. Also aufsitzen und los! Aber ich hab die ja schon gefunden. Wieso reiten wir jetzt nicht nochmal dahin und überfallen die? Verstehe ich nicht. Bester Skin, hast du Wochenende gut überstanden? Stimmt, ne? Wieso stockt der Kram hier? Das macht mich ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Ein bisschen zwar was umgestellt, aber eigentlich habe ich gehofft, dass damit besser wird. Wenn ich muss ich das nochmal alles hier deinstallieren und dann nochmal neu einstellen. Ich weiß jetzt also, wie es ungefähr geht. Oder ich muss halt mal die Streaming-Plattform wechseln. Dazu müsste ich mich aber erstmal wieder ein bisschen belesen. Wo reiten wir jetzt überhaupt hin? Wald im Norden. Thalmberg, schön. Schön hier. Hier ist schön. Das waren Zeiten. Thalmberg, ja, ja. Ach, reiten wir zu meinem Lager? Nee.
Aber da könnte ich eigentlich gleich, wenn wir hier oben dann auch bleiben, könnte ich dann auch gleich mal in mein Dorf wieder reiten, ne? Oh, war sehr chillig. Gestern waren die Jungs bei mir, da haben wir ein bisschen Shisha geraucht und ein bisschen gequatscht. Von so um 8 bis gut fast 0 Uhr. War eigentlich recht entspannt. Ansonsten stand nicht viel an. Am Samstag hatte ich mein Auto geholt, was ja jetzt neu foliert wurde. Ja, hat auf jeden Fall was, ne? Also an sich war es ein schönes, ruhiges Wochenende mit schönen Highlights. Sagen wir es mal so. Oh, was passiert denn jetzt? Pfeile, hä? Bitte, können wir Halt machen? Mir tut der Arsch weh und ich könnte einen ganzen Burggraben leersaufen. Ich auch. Was meinst du, Anführer? Keine Sorge. Wir sind fast in Uschitze. Wir bleiben die Nacht. Der Pfaffe dort soll ein komischer Kauz sein. Der verträgt mehr als der Teufel selbst. Das ist nicht ungewöhnlich. Alle Geistlichen sind Suffköpfe. Lustmolche. Oder beides. Ruhe. Hört. Der beste Skin, habe ich jetzt ein Timeout verpasst? Bitte. Reportagen, was, bitte, was meinst du? Hilf mir. Ruhig, gute Frau, hab keine Angst. Herr Ratzig schickt uns. Also in gewisser Weise. Was ist geschehen? Diese Schurken kamen. Unsere Männer flohen, ließen uns zurück. Diese Schurken begannen zu plündern, zu wüten und zu trinken, was immer sie fanden. Ich lief weg, aber die anderen Frauen. Was? Du musst sie retten. Ich flehe dich an. Ganz ruhig. Sie trinken. Hä? Was? So? Ja, Herr. Sie rollten die Fässer in den Hof und trinken nun wie Schweine aus einem Trog. Alles gut, also du musst hier jetzt. Wie sagte unser alter Koch immer? Wer gutes Gulasch machen will, muss das Fleisch in Bier einlegen. Dann wird es weich. Ah. Wir lassen sie saufen und schlachten sie dann ab. Sehr gute Idee. Aber was ist mit den Frauen? Diese Männer, sie werden... Ah, die Weiber werden sicher nichts erleben, was sie nicht schon kennen. Außer die sind Nonnen. Was, lauter bitte? Junge. Kuno, sie hat recht. Wenn wir zögern, müssen es die Frauen ausbaden. Ich weiß deinen Rat zu schätzen, Heinrich, aber Vorsicht, hey, ist gesünder als ritterlicher Heldenmut. Warum machst du das hier? Reportagen? Also, Du hast Herrn Ratzig versprochen, sein Lehen zu beschützen und somit auch seine Untertanen. Ach was, ist ja nicht so, dass ihr Leben auf dem Spiel steht. Hagens Männer wollen sich nur vergnügen. Nur vergnügen? Das kann nicht dein Ernst sein. Du weißt ganz genau, Kuno, wie das für Frauen endet, wenn solche Tiere sich nur vergnügen wollen. Ich werde nicht tatenlos zusehen, selbst wenn das bedeutet, dass ich auf eigene Faust versuchen muss, die Frauen irgendwie kannst du zu noch retten. Was schreiben, ja, also ne? Schön. Mal. Besonders klug ist das zwar nicht, aber wenn du unbedingt willst, zeigen wir es diesen Hundsfötten. Gut. Bis dahin kannst du jetzt wieder was schreiben? Danke. Also, Reportage muss ich jetzt erstmal. So, muss ich jetzt dann erst wollen mal wir mal die Weiber aus Hagens Fängen retten. Wohl an! So, ganz kurze Pause. Bester Skin, du dürftest jetzt eigentlich rein theoretisch wieder schreiben. Ich habe Reportage jetzt ausgeblendet. Der geht mir so ein bisschen auf den Keks, um ehrlich zu sein. Also, das scheint alles ein bisschen zu ernst zu nehmen und meine Leute, die ich kenne, hier auszublenden. Das finde ich nicht okay. Das finde ich nicht okay, deswegen habe ich ihn jetzt des Amtes enthoben und erstmal von diesem Kanal ausgeblendet. Ja. Bestes Kind, du kannst ja gerne mal, wenn dein Timeout vorbei ist, nochmal probieren zu schreiben.
Und vor allem, du hast doch nur geschrieben, Frozen. Das heißt, ich hasse die Frozen. Ich verstehe schon, dass das Spaß ist und ja. Ich verstehe jetzt nicht. Ich kann das leider nicht zurückrufen. Ich kann es leider nicht aufheben, dass das wieder angezeigt wird. Gut, in meinem Chat wird es angezeigt. Besseres Kind, ich entschuldige mich dafür. Ich muss wahrscheinlich mal hier ein bisschen aufpassen, was hier für Leute Moderatoren werden. Am Anfang war er auch nicht so assi, bin ich ehrlich. Der ist jetzt erst ziemlich so assi geworden. Aber naja, ist ja meistens so, wenn man den Leuten was Gutes tut, dass sie das einem dann nicht danken. Naja, egal. Bestes Kind, du bist jetzt auch Moderator, weil ich gehofft habe, du kannst mir was schreiben. Ich weiß aber gerade leider nicht, wie ich das hier. Ich kann es leider nicht einstellen. Ich kann nicht melden, entfernen, Nutzer vorüber, Nutzer aus diesem Kanal ausblenden, Moderator entfernen zum Kanal. Oh, ich habe einen Daumen nach unten bekommen. Ja, ich glaube, da kann er mich nicht mehr leiden. Ja, das Leben ist hart, aber ich kann damit leben. Sehr, sehr gut. Ja, bitte verzeih mir, dass das dieser Komiker da jetzt so komisch war. Okay, so, jetzt kann ich weiterspielen, dass wir das auch schön geklärt haben, finde ich gut. Gut. Weiter geht's. Greife gemeinsam mit Hakuno die Mühle an. Achso, es speichert gerade. Nein, du hast nichts falsch gemacht. Alles gut. Boah, jetzt blute ich hier am Finger. Alles gut. Ich weiß doch, dass das Spaß war. Das nehme ich dir auch nicht übel. Du hast auch nicht böse geschrieben oder so. Alles gut. Ich weiß nicht, was mit ihm jetzt los war. Ich hätte auch Wem soll gern ich so ein Deckung kleines geben? Schild. Seit heute Nacht ist mein rechter Arm steif. Die Seite braucht Deckung. Das muss aus dem Handgelenk kommen. Und immer erst den Panzerhandschuh ausziehen, sonst verletzt du dich dabei. Aber ist doch löblich, dass Baumler vor der Schlacht seinen Helm poliert. Danke für eure gut gemeinten Ratschläge. Hab Dank, Jacke. Das lustig, wie einen dann immer, wie sie einen immer gleich einen Daumen nach unten geben, ne? Finde ich immer sehr amüsant. Scheiße. Was ist, Bruder? Hast du dich verschluckt? Oh Mann, was zum Henker! Ein Schluck Zeichen auf. Gottes, Peter. Der Herrgott will damit sagen, dass wir eine Menge Schnaps erbeuten. Scheiße. Ich wollte mit gar schrecklichem Gebrüll angreifen. Gleich wird hier kein Wein mehr fließen, sondern strömt euer Blut. Das gewinne ich. Danke für die Deckung. Ja, die geben mir ja gar keine Deckung, die Hirn, die Witzbolde. Wer ist hier jetzt böse und wer ist gut? Ich kann die gerade nicht zuordnen. Oh, morgen findet ein Turnier statt. Ja, das passt doch. Noch wer? Du bist erledigt. Und ach ja. Batsch. Ich habe die Windmühle entdeckt. Hier war ich doch aber schon mal. Gut gemacht, Jungs. Sind jetzt die Jungfrauen, die wir gerettet haben? Die haben das Weite gesucht, als sie euch zwei gesehen haben. Kann ich gut verstehen. Undank ist der Weltenlohn. Ja, ich habe sie vorbestellt. Ich bin davon, ich habe mir die Filme dazu angesehen, also die Trailer und so. Also ich fand es richtig gut. Also ich habe es mir vorbestellt, ja. In diesem Sinne, lasst uns die Hoffnung füllen. Und zwar schnell, sonst werden wir hier nie fertig. Okay. Die haben was zum Saufen dagelassen. Und wie sagte mein Vater immer? Die Hitze der Schlacht macht durstig. Wenngleich die einzige Schlacht seines Lebens seine Ehe war. Und doch, passt es. Egal.
Du trinkst doch mit uns, oder? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. So gefällst du mir. So sieht's aus. Wir haben gerade festgestellt, dass wir nichts über dich wissen. Oh, das ist nicht schlimm. Die meisten Leute hier in der Gegend kennen nicht viel mehr als den Dorfmarkt. Aber du musst schon einiges erlebt haben. In der Tat. Hast du von der Brandschatzung des Dorfes Scarlets gehört? Ja, habe ich. Ratzig sagte, dass du von dort stammst. Aber das ist wohl kein gutes Thema für ein frohsinniges Gelage. Einst musste ich Schurken aufspüren, die das Neuhofer Gestüt überfallen hatten. Und die Spur führte nach Uschitze. Dort machte ich Bekanntschaft mit dem Dorfpfarrer. Ah, von dem habe ich schon gehört. Dem scheint der Schalk im Nacken zu sitzen. Gelinder ausgedrückt. Aber er ist in Ordnung. Und er verträgt einiges. So wie jeder Geistliche, oder? Weiß ich nicht, aber Godwin ist auf jeden Fall ein Säufer vor dem Herrn. Und so landeten wir dort in der Schenke. Was soll ich sagen? Wein, Weiber, Wonne. Du kennst das ja auch. Wir verloren die Zeit aus den Augen, sodass irgendwann der Vogt antanzte und uns einen Vortrag über die Sperrstunde hielt. Kam er alleine? Er hatte Männer bei sich. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Ich war schließlich betrunken. Jedenfalls teilten wir dem Vogt mit, dass wir nicht beabsichtigen, den Umtrunk zu beenden. Nach einer kleinen Zankerei mit dem Vogt machten wir weiter. Am nächsten Morgen war Godwin so grün wie ein Frosch und konnte kaum gehen. Aber er musste die Messe abhalten. Das hätte ich gerne gesehen. Da war nichts zu machen. Also musste ich dafür herhalten. Du? Predigen? Du machst Witze. Tja, ich gab mein Bestes. Natürlich war ich auch noch ganz schön angeschlagen, aber irgendwie schaffte ich es. Du bist ein Tausendsasser. Erzähl uns noch etwas. Also ich freue mich eher auf Days Gone, wenn das rauskommt. Das war für mich das geilste Game mit den Zombies. Oder von The Walking Dead, da gibt's doch auch sowas. When is you go with your next time? Warte nicht mal einem Freund in nächster Zeit sehe. Lass mich überlegen. Next Weekend? Aber dann machen wir keinen Stream. Schon mal von Herrn Hans Kapern gehört? In Colleen hat ihn jemand erwähnt. Ich glaube, es ging um eine Zuberdirne. Ein Lasterbalk, was? Oh ja. Eines Tages wird er Ratei erben, wenn er mündig ist. Ich erledige bisweilen Dinge für ihn. Einst waren wir gemeinsam im Badehaus und der junge Herr wollte eine der Zuberdirnen verführen. Klar, was sonst? Dafür geht man ja dorthin. Unter anderem. Ja, aber mit ihm läuft immer alles aus dem Ruder. Wir würfelten um die Kleidung. Das ist gut. Und, gewonnen? Ja, aber vor dem Baden musste ich mich trotzdem gänzlich ausziehen. Und dann bildete sich der Edelknabe plötzlich ein, dass er Wein aus dem Rathauskeller braucht, was nicht gerade in der Nähe ist. Doch, du bist niemand, der Herausforderungen scheut. Nicht, wenn ich trinke. Also ging ich nur mit meiner Broch bekleidet hin und wieder zurück, um im Anschluss daran zum Blumenpflücken geschickt zu werden, um die Zuberdirne zu beglücken. Klingt nach einem Märchen, bei dem jemand drei Wünsche frei hat. Gewiss hatte er auch einen dritten Wunsch, aber er konnte ihn nicht mehr äußern. Warum? Als ich zurückkam, versuchte der Liebhaber der Zuberdirne, eine Wache namens Archibald, so nannte Herr Hans den Kerl, den jungen Herrn zu ertränken. Er wollte einen Blaublüter ertränken? Ganz schön mutig. Nun, Herr Hans war nackt und betrunken, wirkte also nicht wie ein Blaublüter. Jedenfalls habe ich dann Herrn Hans vor dem Kerl gerettet. Hätte böse enden können, aber Gottlob gab es nur ein paar blaue Flecken. Mit der Dirne wurde es allerdings nichts mehr. Vergebliche Liebesmüh. Erzähl uns noch etwas. Boah, noch etwas? Okay. Sam, I hate Valentine's Day. Das ist nur Money für den Start. Ja, genau, besser gehen. Das ist mit den Zombie-Massen. Mit diesen. Eigentlich sind es ja keine Zombie-Massen, sondern wie nennen sie die? Freakers, ne, glaube ich. Es sind ja kein. An sich sind es ja schon Menschen, aber halt keine Zombies. Also, ich glaube, Freakers, die sind die, ne?
keine Ahnung, Sam, wann wir den nächsten Stream machen. Wahrscheinlich nur noch mit Mike. Ah, lasst uns trinken. Die Worte eines Mannsbilds. Was ist, hätte noch würfeln können, ne? Oh nein, ich bin doch jetzt wieder voll betrunken, oder? You have everything quiet. Flash it. No surprise, no roast, no love. boah. But your mom is Marie, definitely. No! So, warte, ich muss ja erstmal. Was habe ich denn jetzt eigentlich für Buffs? Ich bin im Rausch. Okay. Okay, gut. Ich muss mir erstmal irgendein Zeug gegen den Dings einschmeißen, oder? Valentine's Day ist wirklich ein bisschen kitschig. Siehst du, sehe ich auch so. It depends on your skin. Ach, Valentine's Day. Valentine's Day is not mine. Okay, wir hätten das auch erledigt. So. Professor Lawitz könnte eigentlich hinreiten, aber es ist ein Turnier. Da würde ich gerne dran teilnehmen. Wo ist denn jetzt hier? Wir müssen unbedingt zurück. Wir müssen so schnell wie möglich nach Hatay zurück. Ich möchte an diesem Turnier teilnehmen. Und jetzt habe ich leider mit dem Müller nicht gewettet. Das ist natürlich scheiße. Denn der Müller hätte mir schön Geld gegeben. Das letzte Mal war echt lustig, ne? Ich habe gewettet und dabei war das Ding schon längst fertig, beziehungsweise ich konnte mich nicht mehr anmelden. Das fand ich echt nicht toll. White Bull always roses and love in the air. No, Sam. No. Oh, warte, bestes Kind, das habe ich gerade gar nicht gelesen mit Biomutant. Biomutant habe ich auch gelesen, ja? Jetzt ist das hier leider schon verschwunden, verdammt! Warte. Zombie-Massen, da, sieht echt gut aus. Ja, Discord wird geil, keine Ahnung, aber Biomutant soll auch cool werden. Ich liebe Waschtüten, aber das ist ja eigentlich kein richtiger Waschbär. Act like you. Oh, das muss ich erstmal lesen. Das ist mir zu viel gerade. Warte. Das muss ich erstmal übersetzen. Kopieren. Google. Wie gut, dass ich hier jetzt einen Laptop habe. Kann ich wenigstens alles gleich eingeben. Finde ich echt super. Einfügen. Aber tust nichts für dein Mädel. In meiner Heimatstadt werde ich für immer Single sein, wenn ich mich wie du benehme. Oh, Sam. Ja, gut, okay. Ja, Sam, ich weiß, es ist arschig, aber ich finde, man sollte sich da lieber zwischendurch immer was schenken,
und nicht nur an diesen bestimmten Tagen, weißt du? Das ist doch viel schöner, weil diese Erwartung, dass man immer was kriegen soll zum Valentinstag und so, das finde ich irgendwie affig. Das ist auch so, finde ich, so gedrungen, weißt du? Ich finde es besser, wenn man sich dann zwischendurch mal ein bisschen was schenkt. Gott schütze dich, Heinrich. Danke, danke, danke. Ich will mich noch ganz kurz vorher waschen. Es speichert. Wieso speichert das jetzt, wenn ich mich wasche? Als ob ich so stinke. Wie viel Hunger habe ich denn eigentlich? Will ich noch schnell was essen? Nee, ich will ein Essen. So, Katerbier. Können wir Speck essen? Perfekt. Waschbärmutanten, ja, das klingt schon besser. So, Herold. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, sofern du das Startgeld aufbringen kannst. Gemäß Herrn Hanuschs Regeln sind das pro Wettstreiter 60 Groschen. Na klar. Sicher. Hier, bitte. Wie heißt du? Heinrich aus Galitz. Gut, ich halte das fest. Und ich muss wissen, welche Waffe du willst. Das Langschwert. Damit kämpfe ich am besten. Gut, mach dich bereit. Du kommst als nächstes. Wow, krass. Kann man eigentlich in irgendwelchen Games mal wieder seinen Namen auswählen? In dieser Runde beweist du seinen Mut. Karl der Pfahl, Brauergehilfe aus Rattay. Und auf ihn trifft Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Heißt die Kämpfer willkommen! Alles ist bereit für den ersten Kampf. Oh, halt. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Oh, das hat weh. Leben. Oh, das hat weh. Schön auf den Kopf. Oh, das hat gesessen. Das hat echt gesessen. Wow, meine Ausdauer. Komm, du hast nicht mehr viel verumpacht. Ja, Mann, wir sind die Geilsten. Waffen wechseln für den zweiten Kampf. Was? Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Oh, das kann ich nicht. Hundling! Ich hasse Schild. Du wirst leiden. Oh.
Nicht schlecht. Ich bin hier. Das ist schlecht. Das kostet immer so viel Ausdauer. Na, jetzt aber gut. Boah, vor allem, wie viel hatten der noch? Wie viel Leben? Das gewinne ich. Ja, Mann. Jetzt ist aber gut hier. Komm. Oh. Ja, so ein bisschen ist ein bisschen blöd, ja. Finde ich auch. Ich finde die auch sehr gewöhnungsbedürftig. Der erste Wettstreiter ist Kolder vom Turme, Büttel des Rataja Vogts. Und mit ihm im Kampfe misst sich Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Gubilla. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Die Streiter haben den Kampfplatz betreten dir, und der erste Zweikampf möge beginnen. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Ach, daneben. Was? Ich muss in die Ecke drängen, dann gewinne ich. Ja, jetzt kommt er da. Ja, war klar. Ein schöner Treffer. Boah. Verdammt! Ist ein bisschen blöd. Und er macht wieder genau das, gibt's doch gar nicht, oder? Das hat gesessen. Meins aber auch. Batsch, kontert er. Der ist gut. Da da da, die Dodi. Alter, was? Blöde Konter hier, mal echt. Und der Konter wieder. Das gibt's doch nicht, oder? Das war einmal zu viel. War klar, und er kontert. Boah. Nicht schlecht. Diese dumme Sau! Schön.
Schöne Kombo hat er gemacht. Na komm, gib doch jetzt endlich mal auf. Vor allem, Alter! Trifft aber auch, ne? Na komm. Alter, ist ja stark. Junge, Junge, Junge. Hör doch jetzt ein. Fall doch einfach um. Ein Schlag noch. Boah, Alter. Oh, Junge, 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 ey. Nun gilt es, die Waffen für den nächsten Kampf zu wählen. Damit habe ich gar nicht geübt. Ein harter Kampf mit Axt und Schild. Ach du Scheiße. Axt und Schild habe ich noch nie gekämpft. Verdammt! Boah, übel! Alles klar! Au! Oh. Alter, was? Ja, sammeln. War ein guter Treffer, Hut ab! Leider, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich schon mal meine Fertigkeit verbessert. Das war's. Wie üblich wurden die Waffen für den dritten Kampf von unserem gütigen Herrn Hanusch gewählt. Unsere Recken kämpfen mit Jagdschwertern. Ja, Axt ist gar nicht meins gewesen. Das Problem ist, mit Schild hasse ich zu kämpfen. Echt. Zack, getroffen. Nochmal, nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Alter, sind die stark. Ja, das war's. Er macht dich wieder platt. Keine Chance. Nimm das! Ich hasse Schild, echt. Und das war's. Ja gut, okay, das haben wir verloren. Ja, das war's. Oh oh. Ja, ich schon wieder getroffen, gibt's doch gar nicht. Den entscheidenden dritten Kampf hat gewonnen. Ah, keine Chance. Holder vom Turme. Das war's. Ich bin raus. Oh, oh, oh. Das war hart. Das heißt, ich muss unbedingt noch mit Schild. Mit Schild kämpfen. Der erste Wettstreiter ist Kolder vom Turme, Büttel des Rataja Vogts. Und mit ihm im Kampfe misst sich der Sieger vieler früherer Turniere und auch heute zugegen, Peter, genannt der Schwarze Peter. Heißt die Kämpfer willkommen. Och, Alter, der hat's mir übel gegeben, der Typ. Junge, Junge, Junge. Nee, Schild ist gar nicht meins, um ehrlich zu sein. Gute Kombos hat er drauf, okay. Ne?
Und was habe ich denn da eigentlich für einen Buff? Mit letzter Kraft. Okay. Na gut, okay. Muss ich mir nicht geben, diese Blamage. Okay, die sind echt hart gewesen. Junge, Junge, Junge. Hätte ich nicht gedacht. Haben sie die echt richtig schwer gemacht, ne? Boah, ich dachte, das wird so easy, ne? Also man rennt da so durch und kämpft so ein bisschen gegen die, aber boah, ey, die waren ja übel heftig. Ich hätte, wie gesagt, ein bisschen gedacht, dass sie ein bisschen schwächer sind, aber so stark, keine Chance. Ja. Noch nicht mal ansatzweise eine Chance. Schon allein mit der Axt nicht. Der hatte mich ja sofort... Gut, Ausdauer vorbei, da kassierst du durch jeden Schaden. Also muss ich jetzt eigentlich, was die Angriffe geht, mal umsatteln. Und zwar müsste ich jetzt mal Axt nehmen, Axt und Schild. Und mit den Sachen kämpfen. Oder ich müsste da mal zu so einer Übungsstation gehen zum Trainieren. Und mir das dann halt kaufen, so gesehen, dass ich dort ein bisschen besser werde. Bei Axt, das ist ja... schwer. Und wie gesagt, das Schild noch dazu, so richtig blocken kann ich damit auch irgendwie nicht. Das verstehe ich nicht. Ich heb's zwar hoch, aber ich werde trotzdem getroffen. Und das finde ich ein bisschen... Grüß dich, Heinrich. Finde ich ein bisschen doof. Ah, hier. Und was da? Es heißt, hier gäbe es nette Mädchen. Nach dieser Niederlage muss ich jetzt erstmal... Huch, wird auch so ein bisschen gepimpert. Ich dachte gerade, ich werde die Frau. Oh, Heidi, ist zur Frau geworden die Nacht. Nichts ist unmöglich. So. Gestärkt. Und fit für den Kampf. Oh, falsche Richtung. Und erstmal verlaufen. So ist gut. Okay, Pferd. Wir müssen einmal ganz kurz umdenken. Und zwar brauche ich eine Axt. Ist das ein Einhänder oder zwei Hände? Axt. Schwerer Kriegshammer. Streitkolben. Nee, wir brauchen Axt. Axt 5, da hat man keine Chance. Verteidigung 13. Könnte auch besser sein. Waffenbrecher. Kampf 18. Axt 3, Wunder, Unterarm, stumpfer Schlag. Fehlende Technik, verwirrend. Faustkampf 16, Schwert sind natürlich ganz hoch. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich erstmal anfangen, eine Axt zu nehmen. Axt- und Schildkampf üben. Definitiv. Ohne das wird's nichts. So können wir zumindest an keinem Turnier teilnehmen. Die Frage ist jetzt natürlich, wollen wir das jetzt machen? Also in der Hauptquest zugesehen ist ein bisschen blöd. In der Hinsicht, wenn wir da wirklich richtig kämpfen müssen.
und wir dann eine Axt haben, mit der wir nicht kämpfen können und verlieren. Das wäre nicht cool. Das wäre gar nicht cool. Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Oh, halt, wo hatte ich ihn lang? Einmal zu weit. Auf jeden Fall ganz ehrlich, der Typ eben, gegen den wir gekämpft haben, der war echt zu krass. Ohne Scheiß. Der war einfach zu krass. Der hat mich ja richtig, richtig platt gemacht. Hätte ich gar nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Aber na gut. Wir sind halt leider, was so die anderen Kämpfe angeht, leider noch nicht so gut. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Da muss ich halt noch ein bisschen dran arbeiten. Die Frage ist halt, ob man das jetzt machen muss. Schön den Sonnenaufgang entgegen. Sonnenuntergang entgegen. Müsste doch eigentlich schon. Ach, ist 19 Uhr. Ja. Okay. Sonnenuntergang, entschuldigt bitte. Ich verstehe nicht, wieso das so ruckelt. Oh, gespeichert. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt hier noch umstellen kann. Das könnte ich höchstens runternehmen. Hat eigentlich meine Rüstung was eingesteckt? Bei dem Kampf jetzt bestimmt, ne? Oh ja. Die hatte ich sogar an und der hat mich so fertig gemacht. Oh, peinlich. Richtig, richtig peinlich. Ich bräuchte mal einen Schneiderset, ne? Schmiede, Schneider. Immer wieder was kaufen. Junge, Junge, das hat ganz schön Schaden genommen. Warhorse-Helm, edle Kettenhaube, wieso kann ich das nicht? Schmiede? Schmiedeset geht nicht. Schneider-Set? Was brauche ich denn dafür? Schneider... Schneider. Schmiede. Schuster sind für die Schuhe. Gibt es noch eins? Nee. Ich kann nicht meine Rüstung reparieren. Schneider, Schmiede. Schmiede, Schmiede. Rüstungsset, hier ist es. Rüstungssets, das war's. Siehst du, bin ich nicht drauf gekommen. Rüstung. Schön auf die Sache, schön auf den Sack gekriegt. Ich hätte so gern gewonnen. So. Wer will mit mir reden? Wer denn? Ach, komm her, ich will dich etwas fragen. Ah, Bärmann.
Lass mich raten. Es geht um den Ring? Ja. Fieder hat ihn jetzt, oder? Ja. Ein Jammer. Ich hatte ihn im Visier. Weißt du, wo er ihn versteckt hat? Weiß ich, hat er ihn auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung. Tut mir leid. Pass auf. Wenn du ihm den Ring abluckst und mir gibst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Versprochen. Gut, abgemacht. Und er schlägt die nächste Wache mit seinem Schild. Dann schleudert er den Schild auf eine weitere Wache und tötet sie mit seinem Schwert. Schließlich... Entschuldigung. Ich will den Ring. Ich glaube, du hast ihn noch. Erst bringt er mir den Ring, dann will er ihn zurück. Tja, so ist dieses Spiel nun mal, nicht wahr? In der Tat, aber ich habe Vorsicht walten lassen und ihn gut versteckt. Mir geht es nicht so sehr ums Saufen. Ich will diese Narren verlieren sehen. Aber damit es etwas spannender wird, hier ein kleiner Hinweis. Blicke dort, wo die Toten neben den Lebenden stehen, zum Himmel hinauf. Ich will den Ring. Tja, so ist dieses... In der Tat, aber ich... Aber damit es etwas spannender wird, hier ein kleiner Hinweis. Blicke dort, wo die Toten neben den Lebenden stehen, zum Himmel hinauf. Blicke dort, wo die Lebenden... Blicke dort, wo die Toten sind und die Lebenden zum Himmel hinauf. Was? Blicke dort, wo die Lebenden sind zum Himmel hinauf. Die Toten und Lebenden zum Himmel hinauf. Interessanter Ort. Okay, das ist jetzt arschig. Das ist ein Scheiß-Tipp. Schön, dass du da bist. Nein, ich habe dafür gerade keine Zeit. Oder meint er das Grab? Hier unten war ein Grab, ne? Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Hä? Der meint aber nicht da oben, oder? Ich muss erstmal diesen besonderen Punkt finden. Doch da oben. Hä? Verdeckt dieses Ding leider. Die Toten nehmen sie doch zum Himmel hinauf. Check ich nicht. Alter, diese Rätsel, ne? Warte, ich muss noch mal. Ich will. Tja, so ist in der Tat. Aber damit es etwas spannender wird. Hier ein kleiner Hinweis. Blicke dort, wo die Toten neben den Lebenden stehen, zum Himmel hinauf. Wo die Toten neben den Lebenden stehen. Wo die Toten neben den Lebenden stehen, zum Himmel hinauf. Zum Himmel hinauf. Man hier irgendwie einen Tipp zu? Puh.
die Lebenden neben den Toten stehen, zum Himmel hinauf. Kann ich so jetzt erstmal nichts mit anfangen. Das Einzige, was mir einfällt, wäre ein Friedhof. Ist nur ein Sühnekreuz, ne. Hi, Mr. Skin. Ich komme gerade nicht weiter, weil ich gerade am Überlegen bin, wo die Toten neben den Lebenden stehen. Wo die Toten neben dem Lebenden stehen. Blicke dort zum Himmel hinauf. Das heißt, was mir einfach fallen würde, wäre hier. Das Ding. Erhang, weißt du? Ich markiere es mal. Blicke dort zum Himmel hinauf. Das wäre so für mich jetzt die einzige. Nee, irgendwie nicht. Ich hätte auch gedacht, dass es am Sonntagabend ein bisschen mehr los ist. Aber wer weiß. Vielleicht muss ich The Forest erst wieder spielen. Vielleicht kommt Kingdom Come nicht so gut an. Ja, das habe ich auch gedacht. Wo die Toten neben den Lebenden stehen. Aber die stehen ja nicht. Die liegen. Jetzt auch, wo die Toten neben den Lebenden stehen. Wir reiten mal hoch zum Galgen. Wir reiten mal hoch zum Galgenberg. Weil, wenn die da hangen werden, stehen die ja so gesehen. Und daneben stehen die Lebenden. So würde ich das interpretieren. Ja, ich auch. Ich finde es auch nicht schlecht. Also bis auf manchmal die Kämpfe und sowas. Und das ist ab und zu mal ein bisschen nachgeladen und so. Aber ansonsten finde ich es auch echt gut. Es ist schon ein cooles Spiel. Vor allem dieses Schwein, das mag ich hier besonders. Was hier immer auf dem Weg, am Wegesrand steht. Oder mitten auf dem Weg steht. Ja. Super Tier. Auf zum Galgenberg. Ich bin mal gespannt, ob meine Vermutung stimmt. Ich glaube es aber nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Na, vorhin jetzt war es auch noch dunkel. Das passt mir ja gar nicht. Wahrscheinlich doch besser auf dem Weg bleiben sollen. Weil hier komme ich nicht hoch, ne? Ne, hier komme ich nicht hoch. Schade. Boah, das ist echt mies. Kann doch hier nicht so eine Kante reinmachen. Die Toten neben den Lebenden stehen. Blicke nach oben. Verdammt! Nee.
glaube leider nicht. Nee, ich glaube. Also meinst du Friedhof? Die Toten werden die Lebenden stehen. Hier wird der Kopf abgehackt. Oh, hier ist nichts. Na, jetzt komme ich hier nicht durch, weil mein Pferd hier steht. Verdammt. Wo finde ich den Ring? Üble Aufgabe. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so weit weg ist, oder? Man weiß es natürlich nicht. Toten neben den Lebenden stehen. Aber wo ist hier ein Friedhof? Wo ist hier der Friedhof? Ich bin gerade etwas aufgeschmissen, um ehrlich zu sein. So minimal. Ich habe echt keine Ahnung. Okay, ich hasse Rätsel. Also es geht so. Wenn man, weiß ich nicht, wenn man schon, ich nehme an, wenn ich es jetzt wüsste, dann ist es eigentlich ganz easy, aber ich weiß ja nicht. Warte. Ich weiß es leider nicht. Ich komme nicht drauf. Was, eine Folterkammer? Nee, leider nicht. Also zumindest wüsste ich es nicht. Ich kenne eigentlich nur den Galgenberg jetzt hier, wo die Leute gefoltert werden. Was mich ja jetzt so ein bisschen stutzig macht, das ist ja schon ziemlich weit weg. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, hier unten gab es hier irgendwo ein Grab? Nee. Der Hügel? Das muss doch da aber irgendwo in der Nähe sein. Wo die Toten neben den Lebenden stehen. Wo die Toten neben den Lebenden stehen. Das ist gerade echt schwer. Oder wir denken einfach in die komplett falsche Richtung.
Diesen Begräbnisriten. Jesus tot. Blicke nach oben, ja, das ist eine gute Idee, aber wo habe ich eine Kirche? Zumindest hier in der Nähe, wo habe ich hier eine Kirche? Oder meinst du, der hat seinen U-Schütze versteckt? Nee, oder? Hat der seinen U-Schütze versteckt in der Kirche? Aber das ist doch alles so weit weg. Warte, ich gebe mal ein. Warte. Ich frage jetzt mal ins Internet. Das, wenn man das nicht findet, das ist echt blöd. Kingdom Come Deliverance. Stefan. Ring des Baculus. Was? Nein. Ach. Bacchus. Fünf Sekunden geht es ein Video. Warte, das schaue ich mir ganz schnell an. Warte. Boah, ne, ehrlich. Ich glaube, ich hab's. Achso, mein Pferd steht ja hier oben schon, ne? Wir müssen wieder zurück. Ich wusste, es war nicht so weit. Ja. Wir müssen erstmal wieder zurück zum Lager. Ich bin mir gerade frei, hier ist doch kein offizieller Weg, oder? Ja, es ist in der Nähe vom Lager. Ich muss meinen Titel dann noch umbenennen. Ring von Stefan finden. Oder irgendwie sowas. Hilfe? Wo bin ich? Och, meine Fresse. Ich komme ja nicht... Ich bin hier. Oh, ehrlich jetzt? Na los, hilf rüber. Das klang wie... Wie ein Pferd, was hier rumhüpft. Ja, ich weiß. Weg da jetzt. Ah, verdammt. Oh, das ergibt keinen Sinn, wo die Toten neben den Lebenden stehen. Also, du wirst es mir gleich nicht glauben, besser Skin, aber... Das ergibt keinen Sinn, dieses Rätsel. Die Toten neben den Lebenden stehen. Wenn du es gleich siehst, dann... nee, warte. Warte. Ich verrat's dir noch nicht. Ich hoffe, das haben sie jetzt nicht geändert.
Wir rennen jetzt erstmal hoch zum Lager. So, hier sind die Schafe. So, Freunde, hier links ist das Lager von denen. Und dann sollte man einfach hier nur geradeaus weiterreiten. Und jetzt halten wir einfach mal an. So. Und rein theoretisch, dort oben, da oben in diesem Nest, seht ihr das? Soll das angeblich sein? Wer bist du? Hä? Hä? Wo ist jetzt hin? Hier ist es. Ne, hier ist es nicht. Hä? Wo? Wo ist das Nest hin? Ah, hier. Ring des Bacchus. Es ist so geil. Es ist so, es ist vor allem, ich weiß es nicht, es ist einfach so. Dieser Spruch passt nicht dazu. Also dieses Rätsel. Das Rätsel wirft mir gerade echt Rätsel auf. Jetzt mal ehrlich. Check ich nicht. Sorry, aber echt, ich check's nicht. 1:27. Machen wir schon. Also bei 1:27 löse ich das Rätsel. Warum da oben? Was hat das mit dem Tod zu tun? Ja, das verstehe ich ja auch nicht gerade. Das checke ich ja auch nicht. Das ist genau das, was ich meine. Das ergibt irgendwie, das ergibt für mich auch keinen Sinn. Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich nicht. Was hat das, ja, wie du sagst, was hat das mit dem Tod zu tun? Stefan. Stefans Rätsel. Der Ring des Bacchus. Muss ich irgendwie umbenennen in, warte. Stefans Rätsel. Nicht gedacht. Alles, was glitzert. Hauptquest, Nebenquest, mit einer Bande im Bunde. Erledigt Aktivitäten. Drin des Bacchus. Versteht das einer. Step on heißt er nur. Komisch, oder? Besseres geht, ich weiß es nicht. Ich würde es dir auch gern sagen, aber ich kann es dir auch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe leider keine Ahnung. Ach, der Titel ist zu lang. Ah, verdammt. So. Ob das jetzt den Tübel übernimmt, das wäre das Einzige, was ich verstehen würde, ja, daran. Was anderes würde ich jetzt auch nicht verstehen, dass dieser Ring sich dort oben befindet. Ergibt für mich auch so an sich leider keinen wirklichen Sinn. Aber gut.
wo die Toten neben den Lebenden stehen, schau nach oben. Wo die Toten neben den Lebenden stehen, schau nach oben. Oder ist der Baum tot? Ne, dann wäre er aber nicht grün. Oder der Baum ist teilweise tot. Und daneben blüht was Neues, was Lebendes. Tod neben lebendig und der Baum steht. Das wäre das Einzige, was ich mir erklären könnte. Oder? Ja. Das wäre so an sich jetzt für mich das Einzige, was jetzt wirklich Sinn machen würde. Kurios, oder? Kurios. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt so denken kann, ja? Ja, ja. Ja, also ich weiß auch nicht. Hey, raus aus dem Bett. Du hast hier nichts zu suchen. Halt die Klappe. Schon wieder ein Feind, ein böses Bett, ja? Oh, Mann, oh, Mann. In einem fremden Bett, bist du verrückt? Raus hier oder es kracht. Hallo, Jackel. Steh auf. Ich dachte, das ist jetzt mein Bett. Ich habe den Ring. Kuno wird sich noch wundern. Die ganze Schenke werde ich damit leersaufen, Junge. Hier, kannst du auf mich anstoßen. Hab Dank. Mach ich. $120. Geile Sache. Wie gesagt, ab Minute... also ab 1 Stunde 27, ne? 1 Stunde 27 findet man den Hinweis dann. Ich weiß auch nicht. Wie kommt man da denn drauf? Krasse Sache. Da kommt echt kein Mensch drauf. Aber ja, so im Nachhinein ergibt das Sinn. Leben, wo die Toten neben den Lebenden stehen. Ne? Also an sich. Ja, klar. Jetzt, wenn man es weiß, natürlich. Ergibt das schon irgendwie Sinn. Kann weg. Kann ich das lesen? Wir lesen erstmal kurz 3 Stunden. Aber das Rätsel war jetzt schon echt krass. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht, dass es so schwer ist. Such dort, wo 2 Konkurrenten einen ewigen Kampf führen und am Ende meint man die Straßenecke zwischen McDonald's und Burger King. Ja, so eine Art, ne? So eine Art ist das ja auch gewesen, ja. White Lux hat es hochgeladen, hat 8000 Abonnenten, Junge. Heinrich, schön, dass du da bist. Krass. Der hat rausgefunden. Ich hab's leider nicht hinbekommen. Schade. Gut, ich bin wenigstens so ehrlich. Also ich hab's jetzt nicht, leider nicht selbst herausgefunden. Kann ich das lernen? So, wir lernen auch nochmal eine Runde. Wir lesen jetzt gerade meinen Moment. Ich muss die Zeit nämlich rumkriegen, dass wir dann nochmal den Ring irgendwas nochmal mit dem Ring machen können, weil ich glaube, dafür gibt es gleich eine Trophäe, wenn wir das machen. Und wie gesagt, der von den Warhorse Studios hat ja gesagt, mach diese Aufgabe. Ist wichtig. Aber das Rätsel war echt knackig. Junge, Junge.
glaube, das hätte ich die alleine nicht rausbekommen. Glaube ich zumindest nicht. So. Redekunst verbessert. Na geil. Sehr schön. Müssten wir da nicht langsam 20 haben? Lesen 18. Haben wir noch einen Punkt? Was machen wir da, Magistrat? Komfort. Was das? Die Lernstufe des Buches, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf oder beim Überspringen von Zeit automatisch. Ah, mach mal das. Bücherwurm. So, Trinkfest. Wo habe ich ein Reden eigentlich? Das kann weg. Alchemie, Heimlichkeit, Jagen, Kräuterkunde, Lesen, Reiten, Reparieren. Kampf, Werte, Redekunst, minus 1. Ah, siehst du, Redekunst haben wir schon vor, da können wir gar nichts mehr machen. Okay. Geräusch minus 17, Charisma plus 5. Okay, also lesen wir eigentlich nur noch. Oh nein, jetzt will er bestimmt den Ring, ne? Ich will mit dir reden. Ja, Mann. Und wie geht's? Ich dachte mir, du kannst mir vielleicht helfen. Hat es etwas mit dem Ring zu tun, den ich deinem Bruder gegeben habe? Ha, woher weißt du das? Führen wir es einfach auf meinen scharfen Verstand zurück. Und? Wirst du ihn für mich beschaffen? Ich selbst krieg's nicht hin. Jan denkt, ich will ihn stehlen, dieser misstrauische Bastard. Na, warum? Eigentlich nicht. Sehr schön. Am besten, du stiehlst ihn einfach. Mich lässt er ja nie aus den Augen, aber dich. Ich will den Ring zurück. Der war gut. Den Ring will er. Ich meine es ernst. Schön und gut, aber du kriegst ihn nicht. Kämpfen wir doch um den Ring. Was meinst du? Mir ist nicht nach Kämpfen zumute. Außerdem freue ich mich schon drauf, Kuno jeden Groschen wegzusaufen. Und mehr. Saufen ist das Einzige, was du kannst. Was willst du damit sagen? Dass du ein Säufer und Taugenichts bist. So wie dein Bruder. Und ziemlich dumm obendrein, wenn ich's dir auch noch erklären muss. Beleidige nicht meinen Bruder, du Bastard. Sonst was? Sonst beziehst du Prügel. Oh, ich dachte, dir ist nicht danach zumute. Jetzt ist mir danach zumute. Ich mach dich kalt, Gottverdammt. Quatsch. Und nochmal. Ja gut, ich habe den Ruf ein bisschen verschlechtert, aber... Egal, er lebt ja noch. Ich habe den Ring. Sehr gut. Jan wird kochen vor Wut. Na, erstmal nicht. Hier, als Dank für deine Mühen. Steht dir zu. Der kocht erstmal gar nichts mehr, glaube ich. Ah, wie schön. Ah, es geht nicht über so eine schöne Klopperei. Ist schon eine geile Sache. Ist schon echt cool. Macht schon echt Spaß, muss ich echt sagen. Hat man wenigstens eine Chance, wisst ihr? Hätte der jetzt so einen Axtkampf oder sowas, hätte ich keine Chance gehabt. Ich glaube, er wäre hier platt gewesen. Aber ich habe es ja auch so geschafft. Sehr schön. Ich würde sagen, wollen wir noch mal eine Patrouille machen oder? Hey, Fien. Du kennst dich doch mit Träumen aus,
dir sagen, was deine Träume bedeuten? Wirklich? Bei dir geht's ums Saufen und Herumhuren. Ja, meistens. Nur nicht dieses Mal. Ich stand in einem Weizenfeld. Es war wohl Erntezeit. Die Ähren waren golden. Da hoppelte ein Hase herbei und sagte mit Pieps Stimme: Peter, die Zeit ist reif. Ein Löwenherz schlägt in deiner Brust. Du musst für die Dörfler kämpfen, die nichts vom Kämpfen verstehen. Nur du vermagst sie vor der großen Armee zu beschützen. Ein Hase, sagst du? Interessant. Als ich ihn fragen wollte, welche Armee er meint, ertönte hinter mir ein Donnergrollen. Ich drehte mich um und gewahrte 16.000 Reiter, die auf mich zuritten. Sie alle trugen Speere, so spitz wie Wespenstacheln. Woher weißt du, dass es 16.000 waren? So war es. Dann stieg mein Bruder vom Himmel herab, mit einem Heiligenschein über dem Kopf und Engelsschwingen auf dem Rücken, und sagte: Schreiben wir ins Buch des Schicksals ein paar Zeilen über Matschgesichter. Klingt nach einem Cherub. Ich griff zu einem Weinschlauch und nahm einen Schluck. Doch es war kein Wein, sondern ein wundersamer Nektar, der mich in einen Erzengel in glänzend weißer Rüstung verwandelte. Da rief ich: Quid pro quo et vice versa. Oder etwas, das ähnlich eindrucksvoll klang. In dem Augenblick begann mein Schwert wie eine Fackel zu glimmen. Doch die Reiter beeindruckte dies nicht. Sie galoppierten nun sogar noch schneller. Je näher sie kamen, desto klarer sah ich sie. Ihre Pferde waren pechschwarz und hatten Hörner. Die Gesichter der Reiter sah ich indes nicht, denn sie hatten keine. Nur leere Helme mit offenem Visier. Schwarze Seelen ohne Körper. Mein Bruder schlug mit seinen Schwingen und flog los. Ich folgte ihm. Ich flog schneller und schneller. Je näher ich den Reitern kam, desto mehr glühte mein Schwert. Ich brüllte wie ein Löwe. Dann schlug ich auf den ersten Reiter ein und plötzlich war es still. Ich sah noch, wie die Funken meines Schwerts freudig in der Luft tanzten. Da verwandelten sich die Reiter in einen gehörnten Dämon. Ich war starr vor Schreck. Als die Bestie ihre Klaue ausstreckte, wachte ich auf. Und was genau willst du jetzt von mir wissen? Was könnte der Weizen bedeuten? Ehrlich jetzt? Was könnte der Weizen bedeuten? Alles klar. Okay, dazu sage ich jetzt mal nichts. Herr Kuno! Brechen wir auf? Ja, heute reiten wir Richtung Sasa. Jackel hat in der Schenke von Ledetschko gehört, dass dort unbekannte Reiter gesehen wurden. Denkst du, sie gehören zu Hagen? Wer weiß. Es reicht schon, dass sie nicht von hier sind. Könnte natürlich auch eine Händler-Eskorte sein. Wir reiten wieder los. Da. Bin ich ja mal jetzt sehr gespannt, was wir finden. Auf jeden Fall müssen wir uns... Moin! Schönen guten Abend. der Weizen, was könnte der Weizen bedeuten? Geisi Zock. Du bist auch nur hier, oder? Wizzy, was ich wissen will. Na, Anthem vorbestellt, das will ich wissen. Und wie überbrückst du die 12 Tage noch?
Okay, warte, Jackel, ich antworte sofort. Du bist unser Speer. Ich will hier keine Überraschungen erleben. Halte nach einem guten Lagerplatz Ausschau. Wird gemacht. Was ist denn mit ihm los? Keine Widerworte? Ich hab ihm gestern Abend Schnaps gegeben. Hat Jackel wohl zum Mann gemacht. Oder deine Kuhpisse hat ihm seinen Lebenswillen geraubt. Okay, ja, bei mir geht's gut und selbst? Ist leider schon Sonntag, das heißt, das Wochenende ist bald vorbei, das ist ein bisschen blöd, ne? Ich überbrücke die Tage mit Kingdom Come. Ich habe mir jetzt Fallout 76 geholt, mal gucken, ob ich das noch streame. Und am 15. kommt ja Metro raus. Ne, freut mich auch, dass ihr jetzt noch ein paar zusehen und ein bisschen was schreiben. Jetzt sind wahrscheinlich jetzt alle wach geworden. Oh. Bruder, wo bist du? Alter. Geht so. Komme, Bruder. Sacker. Scheiße. Sie sind am Flussufer. Wir müssen zurück ans Ufer! Schnell! Bevor sie uns abschneiden! Alter! Alter! Was? Einmal in den Chat geguckt, schon ist hier übelste Panik. Da wurde doch gerade ein Pfeil getroffen, oder? Ist der tot? Ich hab's leider nicht gesehen, wer es war. Kämpft ihr mit Herrn Kuhn und den anderen Wegen Hinterhalt frei. Wir wurden bestimmt verraten von unserem Speer, hä? Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich muss sagen, dieser Ladebildschirm macht es gerade so ein bisschen kaputt. Hä? So, einen habe ich, den zweiten habe ich auch. Boah, der Pfeil im Rücken. kann ich hier mal bitte durch? Ja, du bist. Du siehst doch willig aus. Aua! Ja, auf jetzt! Okay, ihn haben wir auch. Wieso müssen wir ihn immer zurückweichen? Das finde ich echt nicht schön. Okay, ihn haben wir auch. Herr Kuno ist tot? Was? Was? Lobbywechsel. Ach, falsches Spiel. Ja, sozusagen, ja. Na, wie sich was zockst du denn jetzt eigentlich? Also wie gesagt, ich habe mir Metro Exodus vorbestellt und Fallout habe ich mir jetzt bestellt. Und ich muss sagen, ich stream dann Fallout nochmal und ich finde es eigentlich ganz cool. Ganz ehrlich, diese Kritik finde ich... nicht richtig, um ehrlich zu sein. Ich hab's ja jetzt gezockt. Und ich muss sagen, es gefällt mir an sich recht gut, um ehrlich zu sein. Aua. Zeig, was du drauf hast. Ja, ich arbeite dran. Was ist jetzt los hier? Lieber Gott! Na, stopp jetzt. Oh.
Nach links! Nach links! Ach. Boah. Was? Wer ist denn jetzt böse? Ja. Aua. Wer kämpft denn? Ach, er. Sie ist ja gar nicht verfolgenommen. Ja. Warte, ich werde dir sofort antworten. Ganz echt, dieses Kämpf hier, ne? Also manchmal frage ich mich da echt, was ist hier los? Komm und hol mich. Hast du genug? Boah, wo ist unser Anführer jetzt hin? Ich habe nur bei Games da Kritik gesehen, aber wenn es Bock macht, Let's Play gucke ich hier. Ja, immer, egal welches Game. Egal welches Game. Nee, also ich muss sagen, wo ist denn jetzt der unser Dings hin? Die Bitte von dir, freue mich auf Anthem und ich hoffe, da kommt kein PvP rein. Ne? Stressspiel beginnen würde zwecks Waffen. Wie gesagt, ich habe Fallout gespielt, aber das Einzige, was mich so am Anfang so ein bisschen gestört hat, ist, dass ich erstmal gefühlt 120 GB runterladen musste, bevor ich spielen konnte. Und dann war das Problem, dass es echt richtig, richtig ewig gedauert hat. Aber so an sich, was das Spiel angeht, bin ich eigentlich... Es ist nicht besser als Fallout 4, definitiv nicht. Es ist grafikmäßig genau auf dem gleichen Stand. Es ist ein bisschen lebensfroher, die Farben sind ein bisschen besser. Aber ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr auf, was die Grafik und sowas angeht. Was das Spielen so angeht, ja, es ist ein bisschen blöd, dass halt so viele Online-Spieler dort sind und du hast halt echt welche Spacken dabei, die dich halt die ganze Zeit abschießen und abballern wollen. Aber ich hatte zum Glück dieses Pech noch nicht mit meinem Account, denn ich renne da mit meinem Headset rum und quatsch die Leute halt einfach voll, weißt du? Und da hatte ich bis jetzt immer das Glück, so mehr zwei Mann hatten mir sogar geholfen, die Gegner zu töten und so, und die kannte ich gar nicht. Also da muss ich sagen, ich nehme an, wenn du mit den Leuten redest, sind die nicht so asozial, als wenn du nicht mit den Leuten redest. Deswegen renne ich da die ganze Zeit durch Fallout rum und singe. Was nun? Ich weiß es nicht. Sie könnten uns überall auflauern. Jemand muss uns verpfiffen haben. Wir sollten uns aufteilen und von hier verschwinden. Also jeder für sich? Ganz recht. Denkst du, einer von der Bande hat uns verraten? Sieh dich hier mal um. Wer ist nicht da? Genau, Jackel. Ich habe ihn vorausgeschickt und er kennt unseren Weg. Dieser verdammte Judas! Wenn ich den erwische, wird er den Tag seiner Geburt bereuen! Ich werde ihn aufspüren. Allzu weit kann er nicht sein. Das ist zu riskant. Hagens Männer könnten schließlich bei ihm sein. Wir müssen hier in einem Stück wieder rauskommen. Okay. Gut, war klar, dass er uns verrät. Ne? Ja, Visi, ich weiß, was du meinst. Aber ich nehme an, das wird bestimmt, oder? Da kommt bestimmt ein PvP rein. Ich zock derzeit fast nur GTA Online, aber da gibt es auch immer solche Leute, die lautstark im TS ihre Türkenmusik anmachen und einfach nur ins Mikro husten. Na gut, das mache ich nicht. Boah. Was? Wut? Hä? Ja, das finde ich immer so ätzend, ehrlich, ohne Scheiß. Du kaufst dir ein Spiel und musst erstmal einen Haufen Gigabyte wieder runterladen. Das finde ich so zum Kotzen, echt. Du freust dich wirklich auf ein Spiel und dann musst du erstmal wieder
tausend Sachen runterladen. Da könnte ich immer so abkotzen, ehrlich. Das geht mir immer so auf den Keks. Gut, dann reiten wir erstmal ins Kloster zurück, ja? Wer ist da? Wer denn? Hey, was ist denn hier los? Gut, nehmen wir mit, ne? Wenn wir eher mal hier sind. Oh, ein Trank. Oh, ein Groschen. Eiskette, Kelch, Silberring. Klar, alles her. So, ist jetzt noch jemand? Hallo? Hey, die haben hier doch eben rumgeflucht. Wo sind die hin? Kurios. Ja. Wer sagt das? Jesus Christus. Und war es das wert? Oh Gott. Zensiert. Wo ist hier mein Kumpel hin? Hä? Und wo? Oh, hier. Oh, Dietrich. Oh, perfekt. Spitzpfeil, 130 Stück. Ach ne, 130 Schaden. Ne, 130 Stück. Boah. Alter. Aber die können doch hier nur in der Nähe sein, oder? So weit weg können die doch gar nicht sein. Hm. Ach, hier sind wir. Hier hing der eine, ne? Wir haben einen aufgeknöpft. Sieht ja lecker aus. Genau, das wäre geil. Mach das ruhig mal. Oh, ein paar Abonnenten dazu bekommen. Einen, glaube ich. Dem bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal. Der hat mich leider außerhalb des Streams abonniert, deswegen wird er leider nicht angezeigt. Ich gucke mal, ob ich das nochmal irgendwie einstellen kann. Ja. Ach, hier ist Herr Dings. Okay. Tja, das lief ja nicht ganz so gut. Wurden wir schön überfallen. Oh je. Yeah. Natürlich auch schöner laufen können, ne? Gut, es war aber klar, dass irgendwas passieren muss. Sonst wäre es ja langweilig. Aber ich hätte, so schnell hätte ich eigentlich nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein. So, Schmiedeset. Habe ich noch ein Rüstungsset? Bitte, 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 bitte. Rüstungsset. So, alles wieder ganz. Gut, Freunde.
Ja, weil das nicht geht. Ich glaube, das merkt sich YouTube. Ich glaube, YouTube merkt sich das, bester Skin. Es wird mir nämlich auch nicht angezeigt, dass du mich neu abonniert hast, weißt du? Also, YouTube merkt sich sowas. Die sind nicht ganz so blöd. Ne? Also, ich hatte hier zwar einen. Warte, ich guck mal ganz kurz, wie er heißt, wenn meine Maus hier erscheint. Der hat mich neu abonniert und zwar Geisi Zock. Genau, der hat mich abonniert, der eben auch was geschrieben hat. Genau. Ich würde das gerne aktivieren, aber kann ich irgendwie leider nicht. Benachrichtigungen für neuen Abonnenten. Was über neue Abonnenten deaktivieren? Hä? Ich will es aber aktivieren, nicht deaktivieren. Ich klicke hier gerade irgendwo drauf rum. Ob das so gut ist, weiß ich gerade nicht. Warte mal, kann ich hier noch irgendwas einstellen? Das kann ich noch machen, das kann ich noch machen. Also wenn ich jetzt auf zum Beispiel Testen klicke, Benachrichtigungsfelder, Starten. Ah, wo ging denn das? Suche ich das gerade? Top und Last. Starten. War das? Duplikat löschen? Oh, das ist alles gar nicht so einfach. Muss ich noch mal gucken. Also wenn jetzt zum Beispiel einer, der zuguckt, mich noch nicht abonniert hat und würde mich jetzt abonnieren und hat das angestellt, dann müsste das eigentlich gehen. Rein theoretisch. Rein theoretisch müsste das gehen. Ich kann hier leider gerade aber auch nicht testen. Stream, Meinungsumfrage, Datei, Live-Events, meine Live-Events, Connected, Layout, das ist das. Wir können ja mal einen Anhänger simulieren. Also gehen tut's auf jeden Fall. Also rein theoretisch müsste es funktionieren. Manchmal ist das laut, ey. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Spende, kann ich auch machen, sagen wir mal zufälliger Betrag. Na, das geht auch. So, also rein theoretisch müsste das gehen. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass ich hier auf dem Programm nicht einstellen, also nicht sehe direkt, wer mich abonniert hat. Das geht nicht. Also ich kann jetzt nur zum Beispiel, ich sehe jetzt zum Beispiel nur die Spenden. Und wenn ich da draufklicke, zum Beispiel jetzt, warte, kann ich nochmal wiederholen. Mike hat ja was gespendet. Und Marie hat auch was gespendet und dann wird mir das auch angezeigt. Also sobald das weg ist, rein theoretisch. Ne? Es hat natürlich diesen Anonymous hier stehen. Ich hoffe, das geht noch weg. Weil der hat ja nicht offiziell gespendet. Eigentlich. Gut, Freunde. Ich würde mich erstmal bedanken beim Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Sonntagabend. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Lasst mir noch ein Däumchen nach oben da und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann morgen Abend mit einer weiteren Folge Kingdom Come oder Fallout wieder. Ich weiß noch nicht, ich überlege noch ein bisschen. Aber bis denn, macht euch eine schöne gute Nacht. Und tschüss.